Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen... Oh, ich bin ganz aufgeregt, denn ich habe hier ganz, ganz viele coole neuen Sachen Video. Freunde, ich bin fassungslos. Ich habe vor einer Weile ein ganz, ganz tolles Telefonat geführt mit einer lieben Maus von Timan. Und wir haben so ein bisschen besprochen und haben überlegt, ob wir zusammenarbeiten. Und tatsächlich entsteht dieses Video auch in Zusammenarbeit mit Timan. Und da bin ich ganz, ganz besonders stolz drauf, denn... Timan, vielleicht kennt ihr sie, vielleicht kennt ihr sie nicht, ist eine Parfümerie, die es eigentlich stationär gab, aber aufgrund der Corona-Lage sind sie in den Online-Handel gegangen. Und um sie so ein bisschen zu unterstützen und zu zeigen, wie viele tolle, coole Sachen sie haben, habe ich mir gesagt, okay, kommt, lasst uns mal zusammenarbeiten. Und das ist wirklich ein ganz, ganz cooles Team. Und ich habe mir ein paar Sachen aussuchen dürfen, die ich mit euch heute auch live in meinem Gesicht platzieren möchte. Und vor allen Dingen habe ich natürlich auch für euch was. Es gibt einen Code, der auf der kompletten Seite gilt. Das ist kein Affiliate-Code. Sie haben mich gefragt, ob ich einen haben möchte. Ich habe gesagt, nein, behaltet ihr das lieber. Darauf haben sie gemacht, okay, dann machen wir einen 20% Rabattcode. Also kriegt ihr 20% auf alles bei Timan. Und das ist schon ziemlich gut. Sie haben alles. Ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr zu Timan. Ich hoffe, es geht euch aber allen gut und ihr seid glücklich und motiviert für diese neue Woche. Ich freue mich ganz doll, denn in diesem Video sind ein paar Produkte drin, die ich euch in den letzten Wochen schon mal gezeigt habe, die ich aber noch nie so wirklich richtig fix gemacht habe und gesagt habe, das ist das und das ist das. Wir haben einen der für mich innovativsten Blushes, obwohl es gar nicht so krass ist. Wir haben eine spannende Foundation, einen tollen Duft, ganz, ganz viele tolle Sachen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch direkt mit dem Video an. Freunde, ich bin gerade frisch aus dem Kurzurlaub gekommen. Ich bin super happy, dass euch dieses neue Lichtsystem ganz gut gefällt. Ich kann jetzt hier immer so ein bisschen auf mich von der Seite leuchten, dass ihr noch ein bisschen mehr Dimension habt. Ich glaube aber, dass das eher stört, deswegen mache ich das im Hintergrund. Und wenn ihr Effekt auf meiner Haut sehen wollt, dann drehe ich mich einfach um. Wie schon gesagt, Timan ist ein Online-Shop mittlerweile auch geworden, wo ihr viele, viele tolle Parfums, Pflegen, Nischendüfte und tolle Produkte finden könnt, die ihr sonst nicht so einfach in anderen Parfümerien bekommt. Und vor allen Dingen ist Timan super nett. Ich habe ja schon mit vielen Firmen zusammengearbeitet. Das hat jetzt nichts mit der Zusammenarbeit zu tun, aber ich will es trotzdem sagen, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Vor allem auch, wenn ihr mir vertraut und ich euch etwas sagen kann. Timan ist ein Familienunternehmen und ich habe schon mit vielen, vielen Firmen zusammengearbeitet, aber bei wenigen Firmen habe ich das Gefühl gehabt, dass sie sich wirklich um mich kümmern und bei Timan ist das tatsächlich so. Service ist bombastisch. Sie antworten euch, sie sind nett und sie wollen euch was Gutes tun. Deswegen habe ich auch mit Timan ausgemacht, dass zu jeder Bestellung ein ziemlich großes Probierset dazukommt. Also es gibt verschiedene Sachen, die sie euch mit ins Paket legen, passen natürlich dann auch zu dem, was ihr bestellt. Und ich habe mir da ein paar Sachen aussuchen können und die sind wirklich toll. Wir haben tolle Duschgele von Versace. Wir haben Rodrigo Narciso. Also richtig, richtig schön. Heute geht es aber um Make-up. Und ich dachte mir, wir probieren eine Marke, von der wir noch nie was gehört haben. Ich hatte mal eine Creme, die habe ich zu Ostern bekommen. Eine Augencreme. Setzt euch bitte hin für 324 Euro. Guess what? Die hat nicht das getan, was ich für 324 Euro hier erwartet habe. Nun gut, wir haben was draus gelernt. Ich habe aber von derselben Marke jetzt Make-up gekauft und das ist Sensai. Ich weiß nicht, ob ihr Sensai kennt. Ich glaube, das ist eine koreanische, made in Japan, eine japanische Marke, die sehr, sehr hochwertig ist, aber preislich trotzdem nicht ansatzweise an diese Augencreme rankommt. Und da war ich ein bisschen schock. Deswegen dachte ich mir, verbinden wir das Schöne mit dem Nützlichen und testen das Make-up. Als erstes habe ich mir hier bei Timan den Biotherm Aqua Glow Superkonzentrat ausgesucht. Ich habe davon schon viel Gutes gehört von Influencerinnen. Okay. Ich hatte früher meine Creme von Biotherm. Hier ist Glycerin mit drin, ein Vitaminkomplex und ein Live Plankton Water. Riecht jetzt nicht extra parfümiert. Und die tragen wir uns mal auf, um unsere Haut schon mal so ein bisschen vorzubereiten. Ne, die ist ein... Ich würde nicht sagen, dass sie parfümiert ist. Vielleicht eigene... Ja doch, es ist Parfüm drin, aber an letzter Stelle. Und das ist kaum wahrzunehmen. Also ich finde, es riecht eher so ein bisschen nach Hautpflege. Hinterlässt auf jeden Fall einen super schönen Glow auf der Haut. Mag ich gerne. Ich habe das auch schon benutzt. Ne? Also ich zeige euch hier meistens ja keine Sachen im First Impression, sondern ich habe es mindestens schon einmal benutzt, um euch ein Feedback zu geben. Das eignet sich sehr gut unter Make-up, weil es... Super schnell, also es ist komplett eingezogen, ne? Hinterlässt aber auf der Stirn einen schönen frischen Glow. Und jetzt,
kleine Sache. Freunde, wenn eure Männer zugucken, Jungs, wenn ihr gerade zuguckt, macht die Augen zu, macht die Ohren kurz zu. Jetzt ist nur für mich und die Damen hier. Ich habe hier einen Duft von Valentino. Mein absoluter Lieblingsduft, den ich trage, ist von Valentino Uomo. Das ist jetzt ein neuer von denen. Ich glaube, das ist der Made in Roma. Oh, Freunde, der Geburtstag eures Mannes ist nicht mehr fern. Große Empfehlung. Ganz, 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 ganz toller Duft. Und der ist, Valentino ist nicht so teuer, wie man denkt für Düfte. Wir kommen zum ersten Produkt von Sensei, Freunde. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich die Sachen endlich komplett benutzen wollte. Und zwar ist das eine Luminous Sheer Foundation. Wir haben hier 30 Milliliter drin. Das war schon ein bisschen teuer, aber hört mal. Es hat ein kleines Kügelchen drin, damit sich das Produkt nicht am Rand absetzt und irgendwie oxidiert. Das kommt in so einer Quetschtube, mag ich sehr gerne tatsächlich. Die Farbe ist ein bisschen, ich vermute sogar passend. Ich nehme hier einen Foundation Buffer Brush. Die Foundation ist natürlich sheer, ne? Also ich habe sie schon getragen. Farblich ist es sogar ziemlich gut. Man kann sie gut aufbauen. Das Ziel bei der Foundation ist aber wirklich, so ein leichter Touch Foundation zu sein. Und die erinnert mich so ein bisschen an die Foundation, die Hatti immer so gerne benutzt hat, die Suku Foundation. Ist ja auch, glaube ich, eine japanische Marke. Sehr, sehr edel. Also sie riecht nicht so wie die Dior-Produkte, aber sie sieht sehr, sehr edel auf der Haut aus. So eine ganz leichte Deckkraft. Sie hält den ganzen Tag, muss ich sagen. Ich habe sie schon benutzt. Und ich finde die Farben ganz spannend, weil sie von den Untertönen her recht gut ist. Also ich habe hier endlich eine Foundation gefunden, die vielleicht sogar mein perfektes Match ist, weil sie sehr rosé ist. Seht ihr das? Die hat extrem gut abgedeckt und ich liebe die Foundation im Moment sehr gerne. Also ich benutze ja im Alltag, wenn ich mehr Deckkraft haben möchte, die Hu oder Glow Foundation. Ich habe die jetzt aber in den letzten zwei Wochen gerne getragen für mal eben schnell. Wenn es schnell gehen muss, lässt sich auch gut mit den Händen verteilen. Mache ich nicht so gerne, funktioniert aber. Und ihr habt halt diesen Sheer Glow-Effekt, ne? Man sieht noch so ein bisschen Hauttextur, man sieht noch so ein bisschen Feinheiten der Haut, aber das Gesamtbild ist sehr, sehr ausgeebnet. Und das ist tatsächlich eine der besten Light Coverage Foundations, die gar nicht so Light Coverage ist, wie sie tut. Sie stand auch oft neben den Full-Coverage-Klicken auf dem Schulhof. Ich habe euch einmal ganz, ganz nah rangeholt, dass ihr euch das Ergebnis auf der Haut ansehen könnt. Die ist nicht extra glowy, das macht natürlich jetzt hier das Live Plankton-Produkt von Biotherm, aber die Deckkraft ist für mich aktuell völlig ausreichend. Sie sieht aus wie Haut, ohne dass es dieses extrem Speckige hat. Also wenn ihr wirklich eine leicht deckende, leicht bis medium deckende Foundation sucht, die eure Haut sehr nahe kommt, weil sie halt neutral runtertrocknet, sie oxidiert nicht, sie hat genau dieselbe Farbe, sie passt sich dadurch, dass sie so leicht ist, so ein bisschen dem eigenen Hautton an. Vor allen Dingen sieht sie auch ungepudert aus und das kommt natürlich für Leute in Frage, die nicht gerne Puder benutzen, weil es vielleicht nicht mehr schön bei ihnen aussieht. Ich könnte jetzt so rausgehen. Fertig. Ich habe wieder ein Stückchen rausgezoomt. Ich mache mal ein bisschen weiter mit einem Highlighting-Produkt. Und auch das finde ich sehr, sehr schön. Das ist der Supreme Illuminator. Das ist ein Cream-Highlighter. Ich habe den jetzt hier in der Farbe. Ich glaube, es gibt nur den in der Farbe. Der ist sehr, sehr fein schmelzend. Erinnert mich so ein bisschen an die Dominique Cosmetics Highlighter, Cream-Highlighter. Der ist vom Unterton her für mich genau richtig. Ne? Ihr seht, der gibt so einen leichten Wet Glow. Ich finde den fast noch schöner, wenn man keine Foundation trägt. Also nur ganz leicht auf der Haut, wenn man so ein bisschen Bewegung raufgeben möchte. Hier auf der Nase, über dem Lippenherz und auch hier funktioniert es sehr, sehr gut. Ne? Also so eine zarte Bewegung. Der hebt jetzt nicht extra, ihr seht, ich habe hier immer so kleine Unreinheiten, hebt er jetzt nicht extra hervor. Schmilzt schön und wenn ihr den so ein bisschen auf eure Haut lasst, also ich pudere jetzt auch nicht sofort ab, dann verschmilzt der recht gut mit der Haut. Das ist ein schönes, leichtes Sommerprodukt. Ich mag das sehr, sehr gerne im Moment. Ich habe neulich einen Kommentar bekommen, den fand ich extrem spannend. Ich mache mal ein bisschen weiter Contouring. Wenn man alte Videos von mir sieht, ab und zu ist YouTube ja so nett und schlägt Videos vor, die 2,5 Jahre alt sind. Man erkennt mich da nicht mehr. Ne? Also erstmal habe ich natürlich optisch 20 Sprünge gemacht. Von dem kleinen
traurigen Jungen. Was bin ich jetzt? Ja, klein bin ich immer noch. Man sieht schon, dass ich mich verändert habe. Aber vor allem hat sich mein Make-up verändert. Und so wie ich mein Gesicht in Szene setze und wie ich mit Produkten arbeite, ich mache jetzt hier nur so ein bisschen Bronzing- und Contouring-Produkte einmal rauf. Da sieht man das schon. Und das fand ich ganz süß, dass man da einfach echt so einen Unterschied sieht und dass vor allen Dingen Leute mich auch so wie ich mein Make-up mache, mich nicht mehr unbedingt wiedererkennen. Ich finde das gar nicht schlecht, weil wir entwickeln uns ja alle weiter. Und ihr müsst wissen, ich betone das immer in Interviews. Das ist so immer die erste Frage in Interviews, wie bist du zu Make-up gekommen oder wie hast du Schminken gelernt? I don't know. Mit euch zusammen. Wenn ihr mir schon lange folgt, dann wisst ihr, ich bin ja immer noch nicht die größte Make-up-Boss, ne, hier auf YouTube. Das ist uns allen klar. Aber ich habe es einfach mit meiner Community zusammengelernt und das ist schon echt ein schönes Ergebnis. Concealer trage ich einmal auf. Ich benutze hier wieder den XX Revolution Concealer. Einfach hier nur so ein bisschen. Der passt farblich halt auch perfekt jetzt hier zu dieser Sensei Foundation, weil der auch so ein bisschen pinky ist. Kann man auch gut mit diesem Supreme Illuminator zusammenmischen. Ist schon eine schöne Base, ne? Weil es halt nicht so super Full Coverage ist, ne? I love it, I love it. Kommen wir zum Produkt, was ich selber noch nicht ausprobiert habe. Und das ist das Sensei Translucent Loose Powder. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich ist wie das Laura Mercier Puder. Wir haben eine richtig schöne, große, hochwertige Puderquaste. Da hat jemand mitgedacht und ein Siegel drauf gemacht, was man auch anfassen kann. Ich gebe mir jetzt erstmal hier so ein bisschen was in den Deckel. Sehr fein. Und dann setten wir jetzt mal mein Gesicht. Oder erstmal den unteren Augenbereich. Ich arbeite mir das erst immer hier so in die Hand an. Und dann nur eine ganz dünne Schicht erstmal, um zu schauen, wie das mit meiner Haut und dem Produkt reagiert. Sofort mattiert. Zack. Ist so ganz leicht gelblich. Es korrigiert nochmal so ein bisschen. Vom Gefühl her hat das gerade das Suda Beauty Puder abgelöst. Weil das ist so ein bisschen seidiger. Das fühlt sich ein bisschen weicher auf der Haut an. Das Huda Beauty Puder ist sehr, sehr trocken. Ich würde nicht sagen, dass es feucht ist, weil es ist ein Puder. Aber es fühlt sich sehr feucht an. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme noch mal ein bisschen was auf den Pinsel und gehe jetzt einfach hier rüber. Und ihr seht sofort, das mattiert instantly. Also den Glow natürlich jetzt wieder weggenommen, aber ist ein Puder. Wunderschön. Wunderschön und ganz, ganz weich auf der Haut. Also, eieiei, Freunde, wenn ihr einen Puder sucht. Ich überlege gerade, womit ich das vergleichen kann. Ich glaube, nicht mit dem Laura Mercier Puder, weil das mochte ich persönlich nicht. Das ist ähnlich wie eine Kombi aus dem Becker Hydro Mist Puder und dem Jeffree Star Setting Powder, halt nur ohne Duft vom Finish her. Wundervoll, wundervoll. Wir kommen zu dem Produkt, was ich euch neulich schon so ein bisschen angehypt habe. Und das ist ein Blush. Und zwar gibt es hier den Blooming Blush in der Farbe Blooming Orange. Und das Ding ist ein Game Changer. Schaut mal, ihr habt hier einmal den Blush. Der ist extrem pigmentiert für so einen Orangeton. Und dann ist hier oben so ein ganz, ganz feiner Streifen Schimmer mit drin. Und ich kann den schlecht swatchen. Der sieht jetzt hier recht hell aus. Aber das ist so ein Hauch an Schimmer. Ich muss es mischen, ich muss es euch auftragen. Das mischt sich perfekt. Ihr könnt natürlich auch ohne nehmen und dann einfach hier rauf. Und das Puder, was es ja ist, sieht durch diesen Schimmer aus wie ein ausgeblendeter Cream Blush auf der Haut. Weil, seht ihr das? Hier, perfekt. Diese Bewegung auf den Wangen, das ist wie feucht. Durch diesen Schimmer. Und das ist, ich habe die Sachen jetzt seit 2 Wochen hier. Dieses Ding hier, also wenn ihr euch nichts bestellt aus diesem Video, weil die Sachen sind wirklich gut. Ihr seht, das ist halt immer das Ding, ne? Ich kann euch vieles erzählen, außer bei Make-up, weil ihr seht das Ergebnis. Ihr seht das Ergebnis und das ist halt, warum ich das so gerne mag. Fresh geht so ein bisschen dadurch, dass er so zart ist und trotzdem so bronzy ist, sieht das aus wie ein kleiner Hauch an Bronzer. Wow, ich gebe mir den jetzt hier mal auf die Lippen. Schaut mal. Und dann mische ich mir hier diesen Glitzer mit rein. Passt das so gut. Ein bisschen auf die Augen. Für so einen frischen Spring-Look.
Schaut mal, ich gebe mir jetzt hier von diesem Highlighter noch so ein bisschen was auf mein Augenlid. Für so einen glossy Eye Look. Und hier oben rüber. Sehe ich geschminkt aus? Vielleicht. Wenn du mich jetzt von, na, so da drüben auf der Straße sehen würdest, würdest du denken, hat er viel getrunken? Maybe it's Maybelline, maybe it's Sensai, it's fresh. I love it. Freunde, also ihr seht, die Sachen von Sensai waren wirklich richtig krass gerade. Ich rieche hier eine leichte Brise von Zitrone und ich fühle mich gut. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Kleiner Tipp von mir, schaut euch ein bisschen auf der Seite um. Da gibt es super viele Sachen, die ihr vielleicht woanders noch nicht gesehen habt. Ich setze euch die Seite unten mal mit rein. Und wenn ihr ein kleines Familienunternehmen hier in Deutschland unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne mit meinem Code MAXIM20 auf jeden Fall 20% auf alles sparen. Vielen, vielen Dank an Thiemann. Wir arbeiten auch gerade an einem weiteren Video zusammen, was eher wieder so ein bisschen die Wahrheit hinter Max Factor geht. Diesmal aber mit einer ganz besonderen anderen Make-up-Brand. Ich bin super gespannt und bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, ihr Süßen. Passt auf euch auf!